So, halli, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zum brandneuen Part von Assassin's Creed 4. Jawohl, es geht schlagartig weiter. Unter Wasser hier. Und wir haben ja immer noch den Assassinenauftrag, nämlich in diese Höhle da reinzutauchen. Und natürlich auch noch die Schmugglertruhen zu finden. Das finde ich mal richtig eine geile Aufgabe hier, weil das Wrack scheint wirklich unter Wasser irgendwo richtig untergegangen zu sein. Dann wollen wir mal lostauchen. Das Geile ist, ich habe, glaube ich, jetzt fast gar keine Waffen gerade. Habe ich irgendwelche Waffen? Ich glaube, ich habe gar keine Waffen, oder? Weil wir jetzt hier runtertauchen müssen. Ja, wir haben überhaupt keine Waffen. Wir sind total schutzlos ausgeliefert. Wir haben gar nichts. Wir haben echt gar nichts. Vermeiden, dass sie von Haien entdeckt sind. Ist genau vor uns. Hier auch noch irgendwo noch. Ich auffallen kann. Ja, da. Lufttasche. Wir haben gar nichts. Wir haben keine Möglichkeit, uns irgendwie wieder aufzuladen. Wir haben keine Waffen. Wir haben kein nichts gegen gar nichts. Wir sind komplett für unter uns allein gestellt. Also wir sind allein gestellt. Wir haben keine Möglichkeit, irgendwie zu kämpfen. Schlimme ist ja immer noch unter uns. Ist ja immer noch der... Natürlich! Na klar! Natürlich! Kommt das Scheißviech genau vor uns, Alter! Oh, wie übel! Okay, nochmal. Oh, wie übel! Ich war das krass. Ey, das war mehr als übel. Ist dieses Scheißviech da genau vor uns gekommen? Boah. Rotzviech. Da kommt er nämlich. Ich habe eigentlich noch genügend. Alter. So ein Riesenhai. Ist klar, dass der uns aufgenumst hat. Ich werde den mal weiter verfolgen. Heftige Scheiße. Komme ich irgendwie höher? Warte mal. Ne, wir kommen nicht hoch. Da unten mal runter. Der müsste ja eigentlich gleich hier irgendwie kommen. Da ist er. Alter, guckt euch das fette Viech an. Was bringt das hier? Wir müssen ja irgendwie höher kommen, oder? Ist hier irgendwie eine Möglichkeit, nach oben zu kommen? Das wäre ganz toll, weil ich muss jetzt irgendwie nach oben. Ja, hier kommt es. Hier kommen wir hoch, da kommen wir hoch. Das Schlimme ist immer noch, der Hai ist immer noch hier. Ah, jetzt sind wir in Höhe gekommen. Gott, das ist gerade mehr als übel. Wir sind jetzt wieder ein Stück höher gekommen. Und tauchen wieder ab. Das ist echt spannend. Ich bin mir gerade richtig so... Man merkt richtig, man ist hier eingeengt. Oh Gott, habt ihr es gesehen? Da war noch ein Hai. Da war noch ein Hai gewesen. Und wir sind oben angekommen. Ja, und wir haben keine Waffen. Wir haben keine Möglichkeit, gegen die zu kämpfen. Wir müssen einfach nur rumschleichen. Alter, ist das übel. Also die Schmugglerhöhle finde ich voll geil. Warte, mir tränt gerade mein Auge. Warte mal. Ah, mein Auge. Oh, mein Auge. Das tut gerade richtig weh. Aber ist egal. Wir machen weiter.
weiter. Wir müssen jetzt hier durchkommen durch die ganze Schmugglerhöhle. Kommt da bestimmt gleich wieder irgendwie ein Hai raus. Alter, das ist so spannend gerade. Ich will gerade fast gar nichts sagen, weil man fühlt sich richtig eingeengt so unter Wasser hier alles. Das ist der Wahnsinn einfach nur. Jetzt kommen wir wieder höher. Und das... Ah, Sperrgebiet, wir sind da. Wir sind in der Schmugglerhöhle. Haben keinerlei Waffen. Die sind komplett auf uns allein gestellt. Wurden natürlich jetzt schon gesehen. Scheiße. Das Krasse ist echt keine Waffen. Wir haben keine Waffen, Freunde. Wir haben keine Waffen. Wir sind komplett auf uns allein gestellt. Und wir sehen uns noch. Der pfeift die ganze Zeit oder sowas. Oder das ist halt ein Tier, was hier die ganze Zeit sich umschreit. Alter, von ganz unten. Und wir müssen auch noch die Schatztruhen finden. Das heißt, ich muss nochmal runtertauchen. Fuck. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Wie fies, Alter. Boah. Oh. Was ist das da? Und wir werden immer noch gesehen. Alter. Ach, der hat uns verfolgt. Ah ja, die können ja auch schwimmen. Was war hier? Alter, das ist so übel. Wir haben keine Waffen, wir haben nichts, gar nichts. Wir haben nichts. Wie kann Edward alles sowieso auf dem Schiff lassen? Das Schlimme ist ja echt, die schießen auch mit Granaten und so weiter. Wir müssen versuchen, uns jetzt hinter denen anzuschleichen. Boah, das ist natürlich übel. Das ist, glaube ich, eine der schwersten Missionen überhaupt. Na gut, ist ja eigentlich jetzt... Natürlich! Dürfen wir bitte mal irgendwie mal so. Was machen wir das? Schön ist ja echt, der wirft die ganze Zeit auch mal die Sachen nach unten. Also diese Granaten. Ich habe wieder ein bisschen mehr Leben. Lebt.
Zack. Halt die Fresse! Ah, oh, wir haben es geschafft, Alter. Geil. Nur leider mussten wir natürlich jetzt auch noch den Konflikt machen. Wir haben Kanonen. Kugeln, wir haben. Ich wette, diese Kugeln bringen uns überhaupt nichts. Und hier ist noch eine, ja, hier ist noch eine Leiche. Da ist noch eine Leiche. Da ist eine Leiche. Ist denn das nicht wunderbar? Ich habe eine Leiche. Ich habe eine Leiche. Und sie hat eine Karte für mich. Sehr schön. Und da müssen wir uns natürlich die Koordinaten noch merken und so weiter. Jetzt finde ich natürlich eine Waffe. Jetzt. So, ganz kurz die Schmugglertruhen. Hier ist irgendwo eine. Eine Truhe. Da ist die Truhe. Wir haben die Truhe gefunden. Bäm. Sehr geil. Eine haben wir schon mal. Eine fehlt jetzt noch und ist unter Wasser noch. Und du kommst auch mit. Bam. Zucker. Toll. Zucker. Was ist hier mit Zucker? Wie komme ich da hin? Schade. Das ging eigentlich immer. Das mit irgendwelchen Spielen konnte man meistens immer die ganzen Sachen abschneiden. Wie soll ich denn da hinkommen? Na, warte mal. Ich habe eine Idee. Vielleicht können wir das ja irgendwie kaputt machen. Ich glaube es eher nicht, aber wir probieren es mal. Ja, es ist immer so schön. Die Not. Er bringt irgendwie Erfindungen rein oder sonst. Ich weiß nicht, wie das heißt. So. Natürlich, die Tür bleibt standhaft. Ah, leck mich doch. Komme ich jetzt dahin? Also da auf jeden Fall nicht. Dann war hier nicht noch ein Eingang. Gucken. Mann, halt die Schnauze. Voll in die Eier getreten. Ich muss echt weiter runtertauchen. Ja, und dann dahin zu kommen. Okay, dann wollen wir uns mal da irgendwie mal hinbewegen. Schlimme ist ja echt, wir müssen nochmal an dem. Ah ne, warte, Moment. Haha, was haben wir denn hier? Da kommen wir zum Animus-Fragment. Hier wird bestimmt das Animus-Fragment sein. Halt. Ein Stückchen zurück. Alter, guckt euch mal an, wie blond Kelvays Haare sind. Und da ist er. So, jetzt fehlt nur noch die eine Schatztruhe und wenn ich die habe, dann bin ich zufrieden. So. Wenn wir das dann haben, dann können wir hier rausgehen und dann gucken wir uns das nächste Ding an. Also vielleicht ist er sowieso schon hier, wenn ich weitergehe. Ah ne, kam ich auch raus. Okay. Dann wollen wir mal wieder zurücktauchen. Da kommen wir nämlich nicht hin. Ja, wir haben gerade echt keine Pistolen. Finde ich sowieso voll krass. Eigentlich müsste man doch irgendwie. Ah gut, nee, das Pulver wird ja dann. Das kann er ja unter Wasser nicht benutzen. Aber ich hoffe mal, dass er irgendwie die Möglichkeit bekommt, mal so ein Messer zu bekommen oder sowas, dass du wenigstens nicht mal so gegen die Viecher mal so wehren kannst. War hier nicht sogar noch einer? Ist schon irgendwie krass auf jeden Fall, sowas. Unter Wasser zu tauchen mit den Haien und so weiter. Ich kann ja auch nichts machen. Die Haie töten mich dann. So. Ich will mal wieder zurück.
Der stürzt ein. Wir müssen wieder zurück, so den Weg. Was ich eigentlich gar nicht will. So, dann tauchen wir mal ein. Ah, geile Tattoos hat er auf jeden Fall hier. So, wir sind wieder unter Wasser. Das heißt, es ist wieder aufpassen, weil ich kann mich erinnern, hier war auch noch mal einer. Ist irgendwas noch an der Seite. Mal gucken, wenn ich jetzt hochschwimme. Nee, da ist gar nichts. Wir kommen hier echt nicht hoch. Hier sind nur Lufttaschen. Sache. Und jetzt fehlt mir nur noch eine einzige Schatztruhe. Oh, ich will hier gar nicht sein, oder willst du jetzt? Ah, da ist er! Wir hätten sie also schon kriegen können. Alles klar. Cool. Die Anotto Bay ist damit abgeschlossen. Wir haben die Geheimnisse, wir haben die Sache erledigt. Wir haben alles, was wir wollten. Jetzt heißt es nur noch raus. Lieber hinter ihm. So kann mir eigentlich, glaube ich, nichts passieren. Denke ich mal. Alter, das ist so ein Monstrum. Oh, guckt euch das. Halt! Ich muss Luft holen, ich muss Luft holen. Alter, so ein Monsterviech, ey. Boah. Nee. Aber oh, das Krasse ist halt, warum ist der eigentlich so blutrünstig auf uns jetzt gerade? Weil er ist okay, hier ist kein Blut. Hier ist kein okay Blut. Und trotzdem wird das Mistviech uns fressen. Aber ich schwimme nochmal hoch. Oh Gott, Gott sei Dank, da ist er gerade. Da ist dieses Monstrum gerade. Das ist ja nur der eine, wir müssen ja noch einen ausweichen. So, jetzt ganz schnell, hier rein. Ja, wunderbar. So. Jetzt müssen wir wieder runter. Runter, habe ich gesagt. Runter. So. Den Gang haben wir geschafft. Und das war's. Oh, Gott sei Dank. Wir haben es geschafft, Freunde. Das Unterwasserabenteuer bei der Anotto Bay haben wir hinter uns geschafft. Geil. Und wir können raus. Und den Assassinenauftrag haben wir ebenfalls erfüllt. Diding! Mission completed. Und zwar ohne irgendwelche Waffen oder sonst irgendwas. So, Jungs. Wir können. Halbe Segel, fangt etwas Wind ein. So, wo fahren wir denn jetzt hin? Wir fahren jetzt mal... noch ein Unterwasserabenteuer oder machen wir noch was anderes? Diese Unterwasserabenteuer sind eigentlich mal die krassesten, muss ich ganz ehrlich sagen. So, aber ich glaube mal... wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich glaube, ich gehe noch mal was angeln. Und zwar einen Schwertwal. Ein Kriegsschiff. Na, das holen wir uns erstmal noch. Wie viele Kriegsschiffe hier langfahren, ist der Wahnsinn. Und die holen wir uns jetzt. Erwarten Befehle, auf jeden Fall. Ein Kriegsschiff, die haben England, die sind allein. Und das wollen wir uns jetzt holen. Eine Salve genau da rein. Dann außer Reichweite, Captain. Die haben Bam, bam, bam! Und das ist doch schon ein schöner Abschluss für diesen Part. Zack! Die fahren jetzt schön gegen die Brücke. Und der nächste Schuss. Schwachstelle! Feuer! Bam! Zack! Das wird sie versenken! So, jetzt sind wir gerade selber gegen das Ding gefahren, aber ist egal. Jetzt werden wir noch das Schiff entern und dann haben wir einen schönen Abschluss wieder mal von diesem Part. Ja, das Schiff hole ich mir auch noch in meine Flotte. Segelreff raus aus der Böe! Seht ihr in die Hölle, Jungs!
Zieht sie in die Schrampe, Jungs. Jawohl. Machen wir sie platt. Was willst du denn? Bah! Das Problem ist jetzt, ich glaube, ich werde jetzt noch mehr Leute verlieren, weil wir ja schon mal gegen ein Kriegsschiff gekämpft haben. Aber das ist egal, wir bringen alle um. Mann, hör doch mal auf damit, du Arsch, Alter! Na, was willst du denn von mir, Mann? Du auch noch. Du stirbst auch noch. Tschüss, adios, amigo. Alter! Das will ich ja nicht sehen, ja? Und wir haben wieder einen Mann verloren. In einer krassen Schlacht gegen ein Kriegsschiff. Mann, willst du mich verarschen? Zack, zack! Ich hab den voll. Ich hab den voll abgeschossen. Ja, ist doch jetzt YouTuber hier. Hier haben wir die meiste Kohle, deswegen werden wir mal gegen die kämpfen, weil die bringt am meisten. Lass doch mal meine Jungs in Ruhe. Kämpft, Männer! Kämpft bis zum letzten Mann! Zack! So, dann lass mal meine Pistole auffüllen. Zack, 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 Mann! Runter mit dir! So. Wir haben wieder einen, haben wir unsere Männer kaputt gemacht. Getötet. Kaputt gemacht. Ja, wir haben sie geboren. Guck, der macht wie Lego. Warte mal, der bringt die alle um. Wieder zwei Leute umgebracht. Mann, das werden immer mehr. Ich bin auch fast tot. Wir verlieren Leute. Gehen wir nach oben. Kämpfen mal alleine weiter, Jungs. Ich bin mal oben. Penner. Gucken, ob ich treffe. Ich werde versuchen zu treffen, aber ich werde auch bestimmt jetzt verfehlen. Nö, natürlich nicht. Ich habe wunderbar getroffen. So, jetzt fehlt nur noch ein einziges Fass. Alter, ich bin ganz oben. Also könnte ich es treffen. Jawohl, Schiff geentert. Jawohl, Freunde. Und das war's wieder für heute von einem neuen Part von Assassin's Creed 4. Und wir haben das Kriegsschiff erobert. Das gehört jetzt uns. Und wir haben wieder 7 Crewmitglieder bekommen. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Und in Kenways Flotte aufnehmen. Das werde ich euch auch noch zeigen, was dann alles da los ist. Aber das dauert ziemlich lange, bis wir das endlich fertig haben. Yay, wir sind Piraten, cool, wa? So, dann Leute, macht's gut, bis zum nächsten Part und ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschö mit Ö.